alle Hits für Sachsen. Sebastian Grumpy bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Sonst mit den Prinzen unterwegs seit über 20 Jahren. Jetzt bald mit den feinen Herren. Darüber wollen wir heute ein bisschen mit dir plaudern. Dir geht's gut ansonsten? Mir geht's hervorragend. Ich bin froh, in der Matthias Müller Mitmachshow mitwirken zu dürfen. Oh. Und wir sind sehr froh, dass du das auswendig gelernt hast vor dieser Sendung. Wie geht's dir gerade? Mir geht's sehr gut. Ich bin unterwegs in eigener Sache im Namen des Herrn. Ich habe eine neue Platte gemacht, die heißt Tempelhof. Ich bin bald auf Tour, bin am 26. März in Leipzig und jetzt habe ich schon fast alles untergebracht. Tschüss. Dankeschön. Danke für den Besuch. Bist du auch in Leipzig zu Gast mit den feinen Herren? Du hast schon selber gesagt, am 26. März im Spiegelpalast. Überhaupt ein paar Termine hast du ja hier in der Gegend. 20. März Singwitz im Kesselhauslager. Ja. Und 27. März Gera. Ist das ein bisschen anders, wenn du so mit deinem Soloprojekt hier in der Gegend unterwegs bist als woanders? Ich glaube, es ist immer anders, wenn du sozusagen zu Hause bist. Da bist du immer noch ein bisschen mehr hibbelig und bist du immer irgendwie aufgeregter. Also es ist ein Unterschied, ob du jetzt, wir sind ja auch ganz unten in Wien oder in München, da ist immer so ein bisschen zu Besuch sein und da ist man ein bisschen der Exot. Aber hier bist du eben schon, da kommen die ganzen Leute, die dich kennen und da kommen die ganzen Leute, die extrem kritisch sind. Aber ja, es ist aufregend. Also ist das sächsische Publikum dann doch ein bisschen anders. Nuglan. Wir kommen mal zu den Platten, die du vor dir liegen hast, lieber Sebastian Grumbiegel. Sebastian Grumbiegel und die feinen Herren gibt es auch auf Vinyl demnach. Ja. Eine echte große Platte noch vor dir liegen. Nach über 20 Jahren Prinzen, jetzt Solo-Projekte gerade alle am Machen oder wie sieht's aus? Ich habe gehört, dass letzte Woche Tobias gerade da war, der über Final Step erzählt hat, der über seine Weltraumtour mit seiner Spaßband berichtet hat. Mhm. Ja, und wir sind, glaube ich, als Band mittlerweile klug und clever genug, uns gegenseitig die lange Leine zu lassen, um uns neuen Einflüssen auszusetzen. Also ich bin sehr viel in Berlin zurzeit und lerne da eben die Szene kennen und lerne da Leute kennen. Hab viel mit diesen Leuten Musik gemacht und irgendwann musste eben dann auch mal eine Platte ran und die ist jetzt fertig. Okay, das ist also das erste Projekt, das erste Plattenprojekt oder wie lange macht ihr da schon? Also, mit den feinen Herren ist es das erste Projekt. Auch mit dem Gitarristen der feinen Herren habe ich schon verschiedene andere Sachen gemacht. Also wir waren sehr viel live unterwegs. Ich habe damals dieses Buch herausgegeben, Flüchtlingsgeschichten, mit dem wir auf Lesetour waren, in Kirchen und Schulen und da haben wir sehr viel zusammen Musik gemacht und irgendwann, als wir auf der Attack-Bühne in Rostock zum G8-Gipfel waren, haben wir gedacht, Mensch, es könnte auch ein bisschen mehr knallen. Wir brauchen Bass und Schlagzeug und dadurch sind die beiden feinen Herren Schulz und Fietz dazugekommen und wir sind mittlerweile schon eine gewachsene Band geworden, bin ich sehr stolz drauf. Mit Bass und Schlagzeug. Mit Bass und Schlagzeug. Wonach klingt's denn? Ja. Johannes Brahms sagte einst, über Musik reden ist wie Essen malen. Lass uns doch lieber die Platte anhören. Ja, also es klingt, was ist es? Es ist am Ende, es rockt schon teilweise ein bisschen und es ist vor allem live eingespielte Musik. Also wir waren im Studio, haben dort im Kreis gesessen und haben ein Lied so lange gespielt, bis es wirklich am Ende so war, wie wir es wollten. Wir haben keine Overdubs gemacht, also keine Mehrspurtechnik benutzt. Wir waren in einem analogen Studio in Tempelhof, deswegen heißt die Platte Tempelhof, und haben da sozusagen sehr oldschool, sehr altmodisch Musik aufgenommen.